Ladies and Gentlemen, hallo und allerherzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect. Wir waren in der letzten Folge endlich mal so weit, den Hochsicherheitstrakt ein wenig fertig zu bekommen. Wir haben mittlerweile einen neuen Laden, wir haben ein neues Ladenkonzept. Der Laden hat viel öfter geöffnet für die normalen Häftlinge, als das vorher der Fall war. Und wir haben hier entsprechend aufgeräumt. Für mich auffällig ist, dass ich hier vorne vergessen habe, ein Objekt zu löschen. Da müssten wir uns mal ganz kurz drum kümmern. Und wenn das erledigt ist, dann machen wir natürlich jetzt auch endlich mal das, was wirklich wichtig ist. Und das heißt, wir fällen hier unten mal eben alle möglichen Bäume. Ich habe übrigens Kommentare unter der letzten Folge wieder gelesen, vermutlich von jemandem, der hier den Kanal noch nicht so lange zuschaut. Der fragte sich nämlich, warum ich denn immer die Baumschule wieder wegnehme, wenn ich sie einmal gesetzt habe. Das ist genau der Grund, warum ich das jetzt hier gerade mache. Damit ich selber entscheiden kann, wann die Bäume gefällt werden. Und das heißt, damit ich selber entscheiden kann, wann mein Personal sich mit den Bäumen beschäftigt. Wenn das hier unten normale Baumschulen gewesen wären, hätten die, währenddessen hier oben die Baustelle war, ihre Hälfte ihrer Arbeitsleistung damit verbracht, hier unten Bäume zu fällen. Und gleichzeitig wäre mir ständig Geld flöten gegangen für das Neupflanzen von Bäumen. Das heißt, dadurch, dass ich die Baumschule immer wieder wegmache, habe ich selber die Kontrolle über die Finanzen und über das Personal. Ne, weil sonst ist das ja so ein Selbstläufer, das ist halt so eine Automatik, die dann läuft im Hintergrund, die ich aber dann halt eben nicht nutzen kann. Das wäre halt eben ärgerlich. Ne? Das will ich nicht, sondern ich will ja dann durchaus noch irgendwie so ein bisschen Kontrolle darüber haben. Die Kantine ist übrigens auch weg und dann kommt nämlich hier bald der neueste Unterrichtsraum rein und dann haben wir hier diesen provisorischen Trakt erledigt. Hier übrigens jetzt nebenbei bemerkt auch Innenbereich ausräumen, damit hier mal diese Dinge weggeschmissen werden. Das wäre mir ganz wichtig. Damit haben wir nämlich den nächsten Unterrichtsraum fertig und der Laden hier oben, der kommt ja dann auch weg. Und dann haben wir eine neue Ordnung. Das ist, da freue ich mich doch drauf, wenn hier endlich mal ein bisschen was besser organisiert ist. Alles wird weggeschmissen, alles wird aufgeräumt. Ja, die Nahrung hier kann ich auch nichts mitmachen. Das heißt also Innenbereich ausräumen und entsorgen. Das wäre ganz schön, Nahrung wegschmeißen. Da könnte sich mal jemand drum kümmern. Wir haben also dann den neuen Unterrichtsraum. Hier ist jetzt gerade, ja, momentan noch nichts zu essen drin, was mich so ein bisschen ärgert. Ne, unterdrückt, Nahrung, ja, warum ist da... Weil meine Kantine vermutlich noch gar nicht dafür zuständig ist. Die ist dafür zuständig. Es wird auch was gemacht, aber wir haben, glaube ich, zu wenig Kapazität. Wir haben 20 Köche und die kommen nicht hinterher. Ich mache mal 25 daraus, ne? Kann ich Köche eigentlich auch einteilen? Weisen Sie Ärzte zu, weisen Sie Köche zu. Ja, sicher. Wie viele Kantinen habe ich denn? Ah, hier unten. Da kommen auf jeden Fall mal nur 4 oder 5 und dann kommen hier nämlich 20 rein. So. 16, 20 müssen das jetzt sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 20. So. Die sollten auch eigentlich alle zuordnenbar sein, ne? Weil wir haben ja 20 Köche zuzuordnen. Das sollte also kein Thema sein. Warum ich jetzt hier unten so jetzt gar keinen mehr habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Köche zugewiesen. Vermutlich, weil die jetzt gerade auch in Pause sind. Das muss man einfach noch dazu sagen. Ich erhöhe einfach mal auf 30. Irgendwie werden wir genug Leute haben. Ne? Hier oben wird, wie gesagt, dann auch. Und damit das jetzt die Küche ein bisschen entlastet wird, kümmern wir uns jetzt um verschiedene Dinge. Wir sagen nämlich jetzt, dass die Essenszeit der normalen Leute hier, nämlich der Schutzhaftleute, die verschiebt sich jetzt, nämlich mitten in die Freizeit. Die beginnt 2 Stunden früher, die Essenszeit. Dafür gehen die oben abends auch nicht 2 Stunden früher ins Bett, sondern die schlafen im Ende weniger. Die haben hier ihre Freizeit, währenddessen die Jungs da vorne am Essen sind. Und entsprechend haben die dann einen veränderten Tagesrhythmus. Ne? Die haben also jetzt hier die Möglichkeit, sich nachmittags nochmal hinzulegen, um entsprechend hierfür zu sorgen. Hier unten wird die Essenszeit ebenfalls verlängert. Und dafür kommt hier vorne aber ein Teil Arbeitszeit quasi mit in die Essenszeit mit rein. Das heißt, das Ganze verschiebt sich so ein bisschen. Die müssen nicht parallel essen zu den, ich sag mal, normalen Gefangenen. Um das am besten auszunutzen, würde ich tatsächlich sogar sagen, die gehen hier essen und kriegen abends ihre Freizeit, ne? Währenddessen die dann halt eben am Essen sind. Heißt auch hier übrigens, das hier ist Freizeit. Hier, wobei hier ist jetzt eine Überschneidung drin, da würde ich sogar sagen, eigentlich würde ich sogar sagen, abends wird nichts angeboten. So machen wir das, hier kommt Freizeit hin und da haben sie Freizeit und gehen halt eben 2 Stunden früher schlafen dafür. Ne, das Ganze rutscht halt eben so ein bisschen durch die Gegend, dass halt eben immer ein Angebot hier auch im Laden zur Verfügung steht. Darum geht es mir ja so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen Optionen zur Verfügung halte. Ansonsten sind die ja relativ glücklich eigentlich, wenn sie jetzt was zu essen gekriegt haben, dass sie hier in diesem Luxusknast untergebracht sind. Die sollten eigentlich relativ zufrieden sein, die Jungs.
So soll das sein. Wir haben hier also jetzt erstmal schon mal einen relativ akzeptablen Zustand. Hier unten wird jetzt gerade alles an Bäumen gefällt, was da ist. Das heißt, wir reißen ab und das heißt auch, wir schaffen uns mal ganz kurz finanzielle Freiheit. Wir haben nämlich schon wieder angefangen, Blech zu kaufen, was mir auf den Sack geht, aber ich kann es nicht ändern. Heißt einmal, hier oben alles an Holz muss raus aus der Werkstatt. Alles, was noch irgendwie nicht so sinnvoll ist, muss verkauft werden. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das hier vorangeht. Das heißt natürlich auch, dass wir den einen oder anderen Cent Gewinn erwirtschaften werden jetzt in naher Zukunft. Hier muss auch weg, das muss weg, das muss weg. Mich ärgert immer noch, dass das alles unter den Tischen liegt, anstatt da drauf, aber naja, ich kann es nicht machen. 76.000 Euro haben wir zur Verfügung und diese 76.000 Euro, die fließen jetzt tatsächlich mal in was anderes. Wir haben jetzt eine glückliche Schutzbefohlenenstufe, wir haben... Oh, ist der Richtige gestorben? Jo. Na, also wir haben auf jeden Fall... glückliche Schutzbefohlene. Wir haben ausreichend Kapazität im normalen Sicherheitstrakt mittlerweile, sodass wir keinen Schlafsaal mehr haben oder sowas, ne? Sondern wir haben da eigentlich alles fertig. Das heißt, für mich persönlich, wir können uns jetzt um zwei Dinge kümmern in den nächsten paar Folgen. Wir müssen hier den Sportsaal einführen und den zweiten Unterrichtsraum. Warum sage ich, wir machen das in den nächsten Episoden? Weil ich faul war anscheinend. Das kann sich aber problemlos lösen lassen, denn wir können ja den gesamten Unterrichtsraum eigentlich kopieren. Das mache ich mal ganz kurz. Ihr habt ja hoffentlich nichts dagegen, wenn ich mal ganz kurz hier eigentlich alles mal eben verändere und fertig mache. Nö. Unterrichtsraum. Wo ist er denn? Da ist er. So, da kommt der Unterrichtsraum rein. Danach muss ich mal ganz kurz hier vorne an der Seite eben das hier kopieren. Ja, ich warte. Autosaving sicher auch auf dich. So, das heißt für mich, ach, da unten die Fenster sind drin, sind an der Seite aber noch keine Fenster drin. Okay, das kriegen wir hin. Kein Problem. Also einmal die Fenster hier vorne an die Seite. Das muss gemacht werden. Das müssten wir mal eben erledigen. Und dann hier vorne einmal einen Tisch. Den kopiere ich jetzt sogar ganz dreist, weil ich halt eben gerade sonst ein Problem habe. Der kommt mittig vor die und dann kommt daneben eine Tafel. Also der kommt erstmal mittig davor, das ist da. So, dann kommt hier vorne eine Heizung hin. Diese Heizung kommt dahin. Und dann kommt hier vorne dieses Ding hier hin. Das kommt daneben. So, und dann haben wir nämlich einen Unterrichtsraum fertig. Der Sportpalast hier, den neuen, den müssten wir natürlich hier einmal auch mit diesem, was ist das, Frachtboden? Ja, ne? Frachtboden ausstatten und dann müssen wir uns da was einfallen lassen. Also der Sportsaal hier oben, der wird natürlich dann nach hier vorne verlagert. Wichtig war mir jetzt erstmal, dass hier unten der Bereich fertig ist. Wir haben ansonsten im Gemeinschaftsraum ja jetzt auch die Möglichkeit, den nochmal zu erweitern. Das tun wir jetzt auch mal ganz kurz eben. Da muss ich nicht so viel darüber reden, da muss ich das einfach machen. Das geht dann schneller. Wobei der Gemeinschaftsraum, der wird ja nicht erweitert, ne? Der kommt ja hier einmal, kommt hier Parkettboden rein. Und dann mache ich hier mit den Keramikfliesen einen Zugang dazu. Hier oben kommt eine Wand rein, das Ding wird also zugemacht und dann folgt nämlich hier ebenfalls dann die Eingangstür für den neuen Sportraum. So, und dann haben wir nämlich jetzt hier entsprechend dann Weg, wenn man so möchte. Hier vorne möchte ich eigentlich ganz kurz noch so eine kleine dekorative Sache anwenden, da ich ja hier Zäune und sowas nicht verwenden kann im Innenbereich. Ich hatte eigentlich kurz geguckt, ob ich hier vielleicht irgendwas als Trenner quasi dahin bauen kann, aber da sehe ich nichts. Nein. Na gut, dann bleibt das erstmal so. Machen wir hinterher mit dem Boden so eine optische Trennung dahin. Das sollte eigentlich dann auch funktionieren erstmal. So, das heißt, wir bauen und der Rest dieses ganzen schönen Geldes, der fließt in eine Sache, die sich einige von euch mit Sicherheit schon Ewigkeiten lang wünschen. Wir haben nämlich erstens viel zu wenig Personal in Sniper und Co. Das heißt, wir brauchen dringend mehr Personal, was hier für Sicherheit sorgt. Das heißt, wir erhöhen die Anzahl unserer Scharfschützen mal auf 10. Und wir erhöhen natürlich nicht nur die Anzahl unserer Scharfschützen, wir erhöhen auch die Anzahl unserer Wachtürme hier auf diesem Gefängnisgebiet mal signifikant. Das bedeutet einmal nämlich, dass wir hier erstmal gucken, was haben wir hier. Das heißt, hier an der Gebäudekante sind wir bei 6x6 Metern. Die endet ja hier vorne bekanntlichermaßen. So, und weil ich jetzt hier gesagt habe, hier geht ja unser Weg sozusagen weiter, heißt das natürlich auch, wir müssen einmal kurz gucken, was haben wir hier für Optionen. Wieso habe ich den Wachturm eigentlich... Achso, doch, das war richtig, was ich da gemacht habe, alles gut. Wir müssten also von hier ausgehend auch eben 6x6 schaffen und dann hier oben entsprechend also einen Weg zur Verfügung stehen haben, dass wir hier also quasi entsprechend einen Wachturm hinstellen können. Das bedeutet, hier kommt ebenfalls erstmal Zaun hin. Ich mache das auch ruhig erstmal so, bis auf das hier, das muss ja nicht sein, da muss ja sowieso Weg hin am Ende aller Tage. Hier kommt ja dann ebenfalls der Zaun wieder weiter in der Führung nach unten, wenn ich mich da recht entsinne. Ne, ist das so? Ja, ne, das sind doch genau immer dieser Abstand da. Ne, es ist ein Meter Abstand. Warum habe ich denn hier 2 Meter gemacht? Das ist ja fürchterlich.
Wer macht denn sowas? Heißt für mich also, wir machen hier den Zaun hin. Das hier kann dann wieder weg. Und das hier vorne kommt dann auch weg. Das muss ja nicht sein. Warum habe ich das so geplant? Erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Warum habe ich das so gemacht? Ach, vergiss das doch einfach. Wir machen das einfach weg. Was soll's, wir machen das mal ein bisschen anders. Und das heißt, hier kommt also Zaun hin und dann geht der hier vorne erstmal runter, dieser Zaun. Und dann können wir hier vorne ja immer noch gucken, was wir damit dann machen, hinterher mit dieser Info. So, das ist also erstmal Zaun. Hier oben kommt dann der Zaun, wie gesagt, weg, der hier mittendrin ist. Der stört ja da an der Stelle nur. So, und das kann auch weg. Und dann haben wir nämlich hier oben erstmal eine Baustelle. Und da wird jetzt erstmal was eingebaut. Und das Interessante ist eigentlich am Ende aller Tage dann, dass ich feststelle, dass ich hier eigentlich... Wir können das auch ganz anders machen. Und ich halte das für sinnvoll. Ich halte das doch für sinnvoll, das ganz anders zu machen. Sinnvoll ist es nämlich eigentlich, wenn wir hier schon mal einmal so einen Zaun haben, zu sagen, wir machen dann hier vorne an dieser Stelle entlang die Wand dann auch zu. Ne, das heißt, wir ziehen also hier vorne einmal diesen Weg hoch. So, und wenn ich den hier oben erstmal hochgezogen habe, dann kann ich hier oben dann sagen, ich mache da meine Wachtürme drauf. Das wäre jetzt erstmal wichtig. Da sehe ich mich. Da können wir uns erstmal drum kümmern. Hier vorne wird jetzt, wie gesagt, erstmal alles eingebaut. Wir haben noch ein bisschen Holz in der Werkstatt. Die können sich also erstmal darum kümmern. Und damit unsere Gärtner auch noch ein bisschen was von dem ganzen Geld haben, gucke ich mal ganz kurz, dass ich hier unseren Forstbetrieb wieder ins Leben zurückrufe. Wobei, da müssen erstmal die ganzen Dinge hier despawnen für. Da warten wir nochmal kurz mit. Hier wird mal ganz kurz ein neuer Zaun gezogen. Innerhalb kürzester Zeit sollte das also kein Problem sein. Genau, das geht eigentlich relativ zügig und sobald der da ist, kann ich nämlich dann hier weiter planen. Genau, so, da fehlt nicht mehr viel. Da kommen noch die 800 anderen Kollegen, die sich darum kümmern. Und das heißt für mich nämlich dann, dass wir hier 6x6 am Ende so einen Zaunzustand haben sollten. So, das heißt aber auch, dass ich hier vorne nochmal ein Stück Zaun dazwischen bauen muss. Das heißt nämlich dahin. Und das heißt, dass wir hier vorne ebenfalls Zaun bauen müssen. Und das heißt, dass dann hier nämlich genau diese Zwischenwände raus dürfen. So, das muss nämlich weg. Und das heißt dann hier, dieser gesamte Zwischenbereich kommt weg. Da können die sich schon mal drum kümmern. Es ist dicht genug, dass da jetzt keiner anfängt abzuhauen. Wie gesagt, hier oben ist alles zu. Und hier in den Bereich können wir nämlich dann wunderbar nämlich exakt diese Wachtürme wieder reinstellen. Da kommt nämlich einer hin. Der sieht dann genauso aus wie hier oben der. Und dann, wenn wir das nämlich hier an der Stelle haben, das haben wir ja jetzt. Das ist, ach, was ist denn jetzt schon wieder? Es ist schon wieder eine Eske. Wie häufig ist das Ding explodiert? Irgendwann kommt mir irgendeiner... Wir rufen natürlich mal kurz die Feuerwehr. Irgendwann kommt mir nämlich irgendeiner an und, ja, genau. Ja, geht's aus? Nein, geht natürlich nicht aus. Wir hoffen mal ganz kurz, dass die Feuerwehr in der Lage ist, dieses Feuer unter Kontrolle zu kriegen. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen was am Personal da und schon haben wir wieder Probleme. So, ihr müsst mal da rein, Jungs, sonst kriegt ihr das nicht alles aus. Ihr müsst da rein, habe ich gesagt. Löscht das. Danke. Warum muss ich eigentlich die Einsatzleitung der Feuerwehr hier übernehmen? Ich bin doch nur Eigentümer. Naja, so, also kaputt ist auf jeden Fall alles. Das heißt, wir müssen uns jetzt, anstatt uns um Sicherheit zu kümmern, leider auch mal wieder erst um 10 andere Dinge kümmern. Nämlich zum Beispiel um den Bau von Ziegelwänden, die ja so besonders brandanfällig sind, dass sie im Regelfall nach einem Brandereignis in sich zusammenbrechen und nicht mehr vorhanden sind. Ich hatte über die Brandlogik, glaube ich, schon des Öfteren philosophiert hier in dieser Sendung, in unserer kleinen, aber da leider Gottes noch nicht. Warum habe ich da jetzt Betonplatten eingebaut? Das will ich doch gar nicht, das will ich. Und hier auch nochmal kurz Betonplatten rein und dann müssen wir den ganzen Untergrund wieder sanieren. Ach, ist das ein Elend. Also einmal das hier durch und dann, jetzt geht's richtig los hier. Einmal das hier dran, dann einmal das da dran und das hier durch und das hier durch und das dahin. Und ansonsten ist das ja erstmal scheißegal. Also kommt dann hier nochmal das dahin und dann sollte eigentlich alles heile geblieben sein, abgesehen von der Leitung. Gott, also... Um mal eben den Spaß beiseite zu legen, hier vorne wird jetzt mal ganz kurz alles wieder saniert. Das ist leider Gottes notwendig, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Da ja Raumbezeichnungen auch immer abbrennen, muss ich mal kurz gucken, ob hier überhaupt noch eine Werkstatt vorhanden ist. Das scheint mir nämlich nicht mehr der Fall zu sein. Wo ist denn hier Werkstatt? Werkstatt da, das ist eine Werkstatt, meine Damen und Herren. Und jetzt muss ich ja auch noch zufällig die Mitarbeiteranzahl wieder erhöhen, weil das ging ja vorher nicht. So, also. Wir haben jetzt also hier zumindest momentan einen akzeptablen Zustand in kürzester Zeit wieder. So, jetzt muss ich die nämlich... muss ich die wieder einschalten? Nee, die sind ja wieder eingeschaltet automatisch. Die sind ja saniert worden und repariert worden. Jetzt muss ich halt nur hoffen, dass jetzt hier gleich die Stromversorgung mal wieder funktioniert. Das dauert ja im Regelfall immer Jahrzehnte, bis das dann wieder in Betrieb gegangen ist. Immerhin, wir haben zumindest auch ein
Rohrleitungsnetz mittlerweile wieder und die erste Arbeitsschicht fällt auf jeden Fall trotzdem ins Wasser. Das ist belastend, aber was willst du machen? Wasserversorgung ist wieder da. Ich sehe einen hier unten, der Bereich, der ist sowas von... Oh, ich merke nichts, Jungs. Ihr müsst mir das sagen mit dem Bewaffneten. So, wo ist der denn jetzt schon wieder? Ach, er hier. Ja, Bestrafung beenden. Nervt mich mal nicht. Ehrlich, ich habe gerade hier unten mit dieser... Zum 10.000. Mal brennt hier unten ständig diese Anlage ab. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Warum? Warum? Womit bist du denn jetzt kurz geschlossen? Du bist doch mit nichts kurz geschlossen. Einschalten. So, der ist jetzt völlig überlastet. Womit ist der jetzt kurz geschlossen? Ist der mit den Systemen hier kurz geschlossen irgendwo? Nö, überhaupt nicht. Warum ist der jetzt überlastet? Ach, weil der da gar nicht zuständig für ist. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Nehme ich zurück. Vermutlich war das so vorher, kann ich mir vorstellen. Ja, mach mal ganz kurz so wieder einschalten. Weiter geht's. Licht ist an. So, alles muss irgendwie fortgeführt werden. Hier unten fehlt noch eine Ziegelwand. Auch die kann man ruhig durchaus wieder einbauen. Warum habe ich jetzt hier vorne wieder Betonplatten? Ah, baue Betonplatten wieder ein. So, und dann ist nämlich das hier unten endlich wieder fertig. So, sobald hier vorne da die zwei Stromkabel gebaut worden sind. Mich interessiert mal ganz kurz, ob die Kollegen hier oben eigentlich noch am Leben sind. Ja, die haben auf jeden Fall auch Nahrung zur Verfügung. Dadurch, dass das ja jetzt alles relativ schnell geht, ist das ja gut. Wir müssen hier mal eben drei Leute zuweisen. Das habe ich natürlich gerade noch nicht gemacht. Das fällt mir noch ein. Und ansonsten ist jetzt hier alles wieder in Betrieb, ne? Jo, ihr könnt arbeiten. Danke. So, der Boden wird wieder eingebaut. Der Müll wird weggeschmissen. So soll es sein. Genau so und nicht anders. Und jetzt kümmern wir uns endlich mal um das, worum ich mich eigentlich die ganze Zeit kümmern wollte. Das war nämlich das hier oben. Wir wollten ja mehr Wachtürme haben. Das bedeutet, wir messen mal ganz kurz aus zwischen den Wänden. Also ohne die Tür, die da hier hinterher mal zwischen sein wird, ohne das Zauntor, haben wir hier zwischen den entsprechenden Türmen eine Distanz von 183 Metern. Mama mia. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Anordnung von Wachtürmen, die rausstehen werden aus dieser Wand. Allerdings muss ich vorher... Folgendes definieren. Wir haben ja hier nicht nur eine Wand, sondern hinterher auch eine entsprechende Ummantelungsmauer. Die kommt ja auch noch hier rum, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, die wird sich hinterher hier in dieser Form äußern. Die wird nämlich genauso schön einen Meter davon entfernt sein. Und die wird dann hier vorne runterführen irgendwie. So, und diese Ummantelungsmauer, für die wir natürlich bei weitem nicht ausreichend Geld haben, definiert sich also in dieser Form. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie schauen, wie können wir jetzt hier noch Wachtürme unterbringen. Das würde in meinem Fall so aussehen, dass ich hier sage, wir machen einfach mal 40 Meter. Oder machen mal 50 Meter. Machen wir ruhig mal 50 Meter daraus. So, dann gehen wir hier vorne hin und machen hier ebenfalls 50 Meter raus. Und dann gucken wir mal, die Distanz zwischen beiden wäre jetzt in dem Fall 61 Meter. Wenn ich jetzt hier sage, ich mache hier einmal ein 6x6, also das wäre jetzt tatsächlich, also 6x6 heißt ein Innenmeter von so, 6x6 da dran und ich mache hier vorne 6x6 da dran. Wie sieht sich das hinterher da? Eigentlich ziemlich bescheiden. Ich muss, glaube ich, gestehen, dass ich hier dran an dieser Umfassungsmauer keinen Maßstab nehmen darf. Ich muss sagen, dass das hier doof ist und muss sagen, ich habe so viel Platz nach oben. Warum mache ich die Ummantelungsmauer und diesen Zaun nicht so weit weg? Das heißt, das hier wird jetzt mal der innere Zaun. Hier kommt jetzt erstmal der äußere Zaun noch dran. Da bin ich jetzt nämlich mal für diese Maßstabsregelung. So, und das hier, was wir dann außen bauen, das wird auf jeden Fall dann die neue Ummantelungsmauer. Ich glaube, so ist das sinnvoller. Das hier ist jetzt der äußere Zaun. Das heißt für mich, ich mache das jetzt hier oben tatsächlich mal mehr oder minder klar. Heißt also, ich nehme jetzt hier vorne erstmal diesen Zaun und ziehe den mal eben 100 Kilometer hier hoch. So, und schließt den natürlich auch daran an. So, das ist auch nötig. Und wenn der daran angeschlossen ist, dann ist das hier der innere Zaun und dann wird das der äußere Zaun und dann machen wir daran außen dann entsprechend unsere Maßnahmen. Das heißt, für mich, dieses Stück hier ist eigentlich noch Blödsinn. Wie will ich das haben? Der soll ja hier gar nicht rüberstehen. Das heißt, wenn das jetzt hier der innere Zaun ist, so, das heißt für mich eigentlich am schönsten, wie sähe das am schönsten aus? Wenn das hier, der hier existiert nicht mehr, dann würde ich doch eigentlich sagen, 6x6 heißt mittendrauf. So, in dem Zustand würde ich jetzt mal sagen, ist 6x6. Das heißt für mich, hier kommt jetzt 6x6 so dahin. Das möchte ich jetzt mal so haben. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert alles heute, aber wir kriegen das schon hin. Es dauert nur ein bisschen. Ihr kennt das schon. Da müssen wir uns mal ganz kurz drum kümmern. Der Wachturm kann auch mal eben abgerissen werden, wenn ihr ohnehin schon da seid.
Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns nämlich um diese ganze Baustelle jetzt in naher Zukunft. Das heißt also jetzt in der nächsten Folge am Samstag. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich versuche dann in Zukunft nächste Woche die Folgen einen kleinen Tacken wieder kürzer zu machen, weil ich sonst nicht mehr hinterherkomme. Schön, dass der da übrigens immer noch auf Posten ist, der Kollege Sniper hier oben. Kannst du mal da weggehen? Du hast Feierabend. Du kannst gehen. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also bis Samstag. Haut rein. Ciao.